Natürlich sind die aktuell sehr, sehr niedrigen Ölpreise verlockend. Das ist mir auch klar. Wer sich allerdings jetzt blauäugig an eine derartige Spekulation ranwagt, der könnte ziemlich enttäuscht werden. Darum geht es in diesem Video und außerdem geht es darum, dass ihr gemeinsam mit mir einen Vormittag lang traden könnt, wenn ihr möchtet. Also schaut es euch an. Ich grüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, bevor wir gleich über Öl und über Ölaktien sprechen, ein kleiner, sehr exklusiver Hinweis. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mir am kommenden Montag, am 6. April von 9 bis 12 Uhr mal über die Schulter schauen. Ich werde euch zeigen, wie ich Setups erstelle. Ich werde euch zeigen, wie ich trade. Ich werde euch ganz exklusiv Handelssignale, die ich entwickelt habe, dann am Bildschirm zeigen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sie gleich mit umsetzen. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, wie ich dort trade. Also am kommenden Montag von 9 bis 12 Uhr das Ganze live und absolut kostenlos. Ihr könnt euch hier unter diesem Video für dieses Live-Trading-Event anmelden. Ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Ich möchte aber auch den klaren Hinweis geben. Es geht dort nicht um die Anlage. Und wer sich selber als Anleger sieht, wer also die Frage hat, ja, sollte ich vielleicht mal einen Gold-ETF kaufen oder sollte ich in diese Aktien investieren? Es geht nicht um diese Fragen. Es geht ums Trading. Es geht auch um relativ kurzfristige Handelssignale. Ganz, ganz wichtig. Ja, sonst wird man dort irgendwie nicht zurechtkommen und über Fragen dieser Art, langfristiger Art, werde ich in diesem Webinar auch nicht sprechen. Also meldet euch an, nächsten Montag 9 bis 12 Uhr, dann sehen wir uns dort. Und jetzt sprechen wir über den Ölpreis. Heute gibt es ja eine kleine Gegenreaktion in beiden Ölsorten und die Aktien haben das in den letzten Tagen vorweggenommen. Wir haben also teilweise recht deutliche Reaktionen zur Oberseite gesehen und das wollen wir uns erstmal kurz am Bildschirm anschauen. So, das hier ist ExxonMobil mal im 3-Stunden-Chart im Verlauf der letzten Tage. Wir sehen also, dass nachdem die Aktie, ja, im Prinzip alle Ölaktien unglaublich ausgebombt waren, hier jetzt mal eine Gegenbewegung stattgefunden hat. Übrigens sieht man, dass eine Gegenbewegung dann auch technischer Natur ist, wenn sie stattfindet, ohne dass es dafür eine Indikation vom Ölpreis gibt. Ja, wir schauen uns gleich den Ölpreis nochmal genauer an, aber in den letzten Tagen sind die Ölaktien gestiegen, obwohl Brent und auch WTI-Öl, also West Texas Intermediate, obwohl diese Ölsorten noch gar nicht im Preis gestiegen sind. Diese Reaktion ist dann erst heute erfolgt. Ja, vom Tief aus hat sich Exxon hier auf Euro-Basis um rund 20% erholt. Andere Aktien haben sich ebenfalls erholt, also die Gazprom ist relativ beliebt. Die sehen wir, hat vom Tief rund 14%. Weder in Exxon noch von Gazprom kann man hier von einem charttechnischen Befreiungsschlag sprechen. Dann schauen wir uns die BP nochmal an. Europäische Ölproduzenten haben sich deutlich besser entwickelt. Also sind einfach, die Erholung ist sehr viel stärker ausgefallen. Wenn wir uns hier eine BP mal in Frankfurt anschauen, dann sehen wir vom Tief aus bei rund 2,50 bis jetzt 3,80. Also es sind fast 60% Erholung vom Tief. Viel besser als amerikanische Hersteller. Liegt eben auch daran, dass die meisten amerikanischen Hersteller zu etwas höheren Ölpreisen produzieren. Beziehungsweise auch bei der sehr beliebten ExxonMobil, die, na sagen wir mal, die Bilanz ist keineswegs gefährdet. Darum geht es nicht. Aber ExxonMobil hat in den letzten Jahren zu einem, wie wir es jetzt im Nachhinein wissen, zu einer Unzeit sehr viele Investitionen getätigt. Ja, der Cashflow ist hoch, keine Frage. Aber man sieht hier schon, welche Ölaktien stärker abgestraft werden und welche weniger. Also BP hat vom Tief fast 60% gewonnen und auch meine Spekulationen in Öl habe ich euch genannt, ist insofern kein Geheimnis. Hier die Royal Dutch Shell, auch die haben sich um fast 60% in den letzten Tagen erholt. Ich habe übrigens eine spekulative Position, die ich in Royal Dutch Shell hatte, die habe ich wieder verkauft. Warum? Langfristig ist eine ganz andere Rolle, spielt auch eine ganz andere Rolle. Ich habe zweimal gekauft, auch das habe ich erzählt, einmal zu
früh, deutlich zu früh. Und einmal dann nahe des Lows, das heißt also meine Durchschnittsposition in Royal Dutch Shell ist momentan in etwa auf dem Einstandskurs. Ich glaube, ich bin sogar leicht im Plus mittlerweile. Das heißt, ja, damit bin ich schon mal ganz zufrieden in diesem Umfeld. Alle, die Ölaktien in den letzten Monaten gekauft haben und nicht nachgekauft haben, die werden vermutlich noch im Minus liegen. Jetzt schauen wir uns aber an, was der Ölpreis gemacht hat. Und darum geht es eigentlich. Das ist das ganz, ganz große Problem. Wenn wir uns nämlich hier mal eine Sekunde... Also wir schauen uns die Commodities an, Energy und wir nehmen jetzt mal WTI. Ja, wir sehen hier auch auf 3-Stunden-Basis eine leichte Erholung, aber wirklich nur eine leichte technische Erholung. Das ist noch nicht ein großer Turnaround. Und ich gebe ganz offen zu, mir wäre es lieb, ja, ich bin privat investiert in Royal Dutch Shell, ich bin privat investiert in Gazprom, sage ich gleich noch etwas dazu. Mir wäre es also absolut recht, wenn der Ölpreis jetzt eine deutliche Reaktion nach oben zeigen würde. Ja, er könnte gerne bis auf 40 Dollar steigen. Aber ich halte es für mindestens ebenso wahrscheinlich, eigentlich sogar muss ich der bärischen Variante den Vorzug geben, dass dieser Ölpreis-Crash noch nicht vorbei ist. Wir gehen mal eben in den Monatschart und schauen uns dann alle Daten an, die wir jetzt hier zur Verfügung haben. Hier sehen wir die großen Einbrüche im Ölpreis seit, ja, im Prinzip seit der Finanzkrise. Der Ölpreis hat sich anschließend nie wieder erholt. Das war auch ein Ereignis, welches relativ wenig mit dem Umstand zu tun hatte, dass Aktien hier gestiegen sind. Ja? Das war im Prinzip das Ende von Peak Oil. Seitdem, also in den letzten 12 Jahren, hat sich nie wieder jemand getraut, mit dieser Peak Oil Theorie rauszukommen, die einfach nur besagt, Achtung, der Verbrauch an Öl steigt, aber wir können nicht mehr genug Öl liefern. Also wird Öl, und das ist wie gesagt noch keine 100 Jahre her, sondern mal gerade 12, 13 Jahre, dass man gesagt hat, Öl wird sicherlich über 250, 300, 400 US-Dollar. Also galt mal als der Rohstoff, mit dem man reich werden konnte. Aber es ist auch klar, wenn der Verbrauch steigt und gleichzeitig man denkt, beziehungsweise eine Theorie sagt, es gibt nicht mehr genug Öl für alle. Das war auch noch vor alternativen Energieformen, die wir jetzt heute ja sehr viel ausgebauter haben. Ja, und dann war Ende aus und ja, es ging dann relativ schnell, bis sich Experten auch einig waren, ja, das mit dem Peak Oil, das kann irgendwie nicht stimmen. Das ist die eine Variante. Und dann haben wir auch noch einen deutlichen Einbruch hier. Der ist weniger, hat überhaupt nichts mit Peak Oil zu tun, sondern das sind die USA. Das hat hier bereits in dieser Phase begonnen und hier dann nochmal zugenommen. Was ist damit gemeint? Zu diesem Zeitpunkt waren die USA, immerhin die größte Industrienation, die größte Wirtschaftsmacht der Welt, ganz klar Nettoimporteur von Öl. Also man brauchte Öl, um den riesigen Bedarf zu finanzieren. Und das hat sich innerhalb weniger Jahre, weniger als ein Jahrzehnt, hat sich das komplett gedreht. Heute kann die USA massiv Erdöl exportieren. Ist irgendwie etwas, was man auch mit einem weinenden Auge selbst als Amerikaner sehen sollte, denn diesen Standpunkt werde ich immer vertreten. Die gesamte Ölproduktion ist letztendlich immer gefährlich für die Umwelt. Aber wenn wir über Schieferöl sprechen, dann nimmt diese Umweltsauerei nochmal ganz andere Formen an. Das ist eine tote Area anschließend. Da kannst du nichts mehr machen. Ja. Also insofern, es hat vielleicht auch sein Gutes, wenn Schieferöl die Industrie nicht weiter wachsen sollte, aber die hat eben dazu geführt, dass nochmal massiv Druck auf die Preise kam hier in den Jahren 2014 bis 2016. Sollen wir uns unter technischen Aspekten das Ganze ansehen, dann sehen wir hier einen massiven Abverkauf, rund 50%, ja mehr als 50%. 65% ist Öl hier eingebrochen. Hier von 130 Dollar im Tief auf 50 Dollar ebenfalls 60-70%. Und wenn wir uns die Art dieser Einbrüche ansehen, dann muss man sagen, es war nie in kurzer Zeit damit getan.
Zumal die technische Gegenbewegung diesmal noch schwächer ausgefallen ist. Also diese wie kleinen Erholungsbewegungen auf Monatsbasis hier noch schwächer. Und man muss einfach mal so stehen lassen, was von $60 auf $20 in 3 Monaten fallen kann. Das kann selbstverständlich nach 4 oder 5 Monaten auch auf $15 oder $10 fallen. Und das darf man nicht ausschließen. Aber langfristig wird Öl nicht auf $0 fallen. Wir kommen also dem Bereich, wo es wirklich interessant wird, sehr, sehr nahe. Ich möchte nur, dass man das im Hinterkopf behält. Dass man nicht sagt, tiefer kann Öl jetzt nicht fallen. Angesichts dieses Charts darf man das einfach nicht behaupten. Wenn mich also ganz konkret jemand fragen würde, kannst du dir vorstellen, dass Öl jetzt noch auf $15 oder $10 fällt, dann sage ich, ja, selbstverständlich kann ich mir das vorstellen. Ich habe es euch eben am Chart gezeigt, ja, von $60 auf $20, das ist wenige Wochen. Wir haben Tage gehabt, da hat der Ölpreis über 10% verloren. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass Öl von diesem Niveau aus nochmal $5 oder $10 fällt. Und dieses Argument, welches ich leider viel zu häufig höre, nee, das kann nicht passieren. Ich habe es in anderen Videos schon mal beschrieben, noch häufiger kommt das Argument übrigens im Bereich der Edelmetalle. Nein, da wird doch keiner mehr fördern. Natürlich wird weiter gefördert, sowohl bei den Edelmetallen als auch im Ölbereich. Die Firmen brauchen den Cashflow. Man kann eine Ölförderanlage nicht einfach so abstellen mit einem Knopf und dann wieder anstellen. Diejenigen, die das noch am besten könnten, weil die Art der Ölförderung dort so einfach ist, mit einem kleinen Umweg muss man nämlich letztendlich nur ein Loch in die Wüste buddeln. Das sind die Saudis und die machen genau das Gegenteil. Die stellen eben nicht die Ölförderung ein. Können sie auch gar nicht, weil der gesamte Staatshaushalt sich darüber finanziert. Und sie sind auch diejenigen, die Öl mit weitem, weitem Abstand am günstigsten produzieren können. Rund $10 pro Barrel nimmt man an. Brauchen die Saudis, um profitabel zu sein. Natürlich werden sie, darüber werde ich gleich noch sprechen, natürlich werden sie langfristig einen höheren Ölpreis anstreben. Aber Sie wissen auch, einige gehen da vor uns über den Jordan und werden die Ölförderung einstellen müssen. Und zwar nicht aus Protest, sondern weil sie nicht mehr können. Ende aus Feierabend. Es wird eine Pleitewelle in der Ölindustrie geben. Sowohl bei den Ölförderern als auch bei den Zulieferern. Das steht bereits jetzt fest. So, eine andere Situation haben wir noch in Russland. Die können auch relativ günstig fördern, aber eine Exxon oder auch sämtliche andere amerikanische Hersteller und auch eine Royal Dutch Shell und auch eine BP, also darum geht es gar nicht. Das ist auch dann keine Lösung langfristig. Auch die können nicht mehr profitabel fördern. Auch die fördern aber selbstverständlich weiter. Lieber das an Cashflow reinholen, was man jetzt bekommt. Aber der Gedanke, da machen die einfach die Schotten dicht und machen erst wieder auf, wenn der Ölpreis steigt. Nee, das wird nicht der Auslöser für höhere Ölpreise sein. Also ganz, ganz wichtig. Schaut auf die Bilanz und da kommt ihr zwangsläufig in dieser Phase auf die Ölunternehmen, die groß sind, die dementsprechende Reserven haben, die möglichst nicht einen zu hohen Schuldenberg haben, beziehungsweise die üppige Dividenden in der Vergangenheit ausgeschüttet haben. Und zwar nicht Kardinalsfehler momentan zu sagen, oh ja, ich möchte gar nicht zu kritisch sein. Ich finde, in der Krise zu kaufen ist grundsätzlich mal der richtige Ansatz. Ja, und ob das dann heißt, eine Royal Dutch Shell bei 11 gekauft zu haben, da war ungefähr meine zweite Tranche, oder ob es heißt, man kann sie später nochmal zu 7 oder vielleicht auch zu 5 Euro kaufen, ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass ich weiß, in dem Moment, wo ich kaufe, ich brauche mir gar nicht vorzustellen, ich hätte hier eine Dividendenrendite von 25%. Es wird massive Dividendenkürzungen geben. Und ich lese einfach in zu vielen Ratgebern, in zu vielen Kanälen, ja, auf zu vielen Portalen lese ich, ja, jetzt schlagen wir zu. Wer sind die Dividendenkönige und. Ja, ich meine niemand speziellen, sondern ich meine diejenigen, die sich das schönreden mit der Dividende. Die Dividende wird es nicht geben. Für dieses Geschäftsjahr, für das jetzt kommende. Das heißt also, ja, wir haben bei den Großen teilweise den Vorteil, dass sie noch einige Monate gehedged sind im Preis.
die Dividende wird es in dieser Höhe nicht geben. Das muss man realisieren. Und nur weil eure Firma bisher noch nicht angekündigt hat, die Dividende zu kürzen, sie wird es machen. Und die aus der zweiten Reihe, die werden die Dividende nicht nur kürzen, sie werden sie aussetzen. Mir wäre übrigens vollkommen recht, selbst wenn Royal Dutch Shell, wenn Öl jetzt auf 10 fällt und dort dann einige Monate bleiben sollte, ich glaube es nicht, dann wäre das für mich völlig in Ordnung, wenn meine Ölfirma, also in der ich investiert bin, wenn die sagt, wir streichen die Dividende, um unsere Liquidität zu schonen. Das ist nachhaltiges Management. Es wäre völlig wahnsinnig zu sagen, wir nehmen Fremdkapital dafür auf, um dann die Dividenden auszuzahlen. Dann wird aus einem soliden Unternehmen ein Zombie-Unternehmen. Das will ich ja gerade nicht. Also bitte nicht schönrechnen. Das, was da jetzt teilweise noch an Rendite dran steht, hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Das gilt im Übrigen auch für viele, viele andere Firmen. Aber gerade Ölfirmen werden halt häufig aufgrund der hohen Dividende gekauft. Also achtet darauf. Ich sage auch ganz klar, es ist ja nur mein Standpunkt, macht einen Bogen um Schieferöl. Am Ende dieses Prozesses wird es wahrscheinlich Verhandlungen geben zwischen den drei großen, Russland, USA und Saudi-Arabien. Und wahrscheinlich wird ein Teil der Schieferölindustrie nicht wieder angefahren. Die brauchen Preise zwischen 45 und 50 Dollar. Das ist abwegig. Vieles von dem wird man nicht sehen und viele Firmen gibt es überhaupt nur, weil die USA ja ihr ihr Chapter 11, das ist das, wenn sie die Hand heben müssen, weil sie das ein klein wenig geändert haben. Dadurch war es amerikanischen Unternehmen möglich, sich innerhalb dieses Insolvenzverfahrens zu restrukturieren. Und zwar sind die Kreditgeber dann häufig zu Anteilseignern geworden. Also einfach Kredite in Anteile umgetauscht. Das ging. Weitermachen. Das wird in Zukunft nicht so einfach sein, schlicht und einfach, weil sie nicht mehr das Rating haben, um sich überhaupt noch günstige Kredite zu besorgen. Und weil ganz, ganz viele von den Firmen, die in der Vergangenheit üppig Kredite, ja, das war ja Private Equity, das waren keine staatlichen Kredite, die zu vergeben, die Zeiten sind momentan vorbei. Das sitzt nicht mehr so locker. Das heißt, es wird eine Reihe von Unternehmen geben, die sind jetzt noch am Markt, die könnt ihr jetzt noch kaufen, die wird es in 6 Monaten oder 12 Monaten nicht mehr geben. Also alles, was optisch jetzt richtig, richtig günstig ist in der zweiten und dritten Reihe, sehr genau hinsehen. Die meisten von denen sind weg. Das ist im Übrigen auch ein natürlicher Ausleseprozess, der in einer marktwirtschaftlichen Ordnung auch sein muss. Ja, wenn ich ein Produkt habe und der Weltpreis für dieses Produkt Öl in dem Fall ist halt unter dem, wie ich produzieren kann, was passiert? Dann bin ich nicht mehr da. Und das wird in den nächsten Monaten, werden wir das vielfach sehen. Und da hängt im Prinzip auch eine gesamte Fondsbranche dran. Wenn ich lese, wie viele Artikel derzeit rauskommen zu den Chancen, die man durch REITs hat, in amerikanischen, ja, insbesondere auch in B- und C-Lagen in den USA, Shopping-Malls auf dem Land und, ja, da gibt es natürlich ganz, ganz tolle Renditen. Das sind teilweise hochgehebelte Gesellschaften an die Börse gebracht. Und dann kaufen deutsche Privatanleger diese Firmen, weil sie sagen, na, die Lage beruhigt sich schon wieder. Die wird sich auch beruhigen, die Lage. Aber viele von diesen Unternehmen, das haben wir in der Finanzkrise gelernt, sind dann nicht mehr da, beziehungsweise gehören anderen. Und wann immer erstmal das Insolvenzverfahren eröffnet ist, könnt ihr euch eure Anteile irgendwo hinkleben. Natürlich nur, wenn ihr sie ausliefern lasst. Ansonsten müsst ihr einfach zugucken. Ihr kriegt davon nichts ab, wenn neue Gläubiger bzw. neue Kreditgeber dann dazu kommen, dann nehmen die Anteile, die bezahlen euch für eure Anteile gar nichts mehr, wenn erstmal die Insolvenz beantragt ist. Und das wird passieren. Ganz, ganz wichtig. Ja, nicht nur im Ölsektor. Und ein abschließendes Wort, weil ich Gazprom eben erwähnt habe. Ja, ich bin auch in Gazprom investiert. Insofern bin ich möglicherweise nicht neutral. Und zwar deshalb, weil ich bei Gazprom, ja, Vor- und Nachteile sind in diesem Fall relativ nah beieinander. Gazprom hat keinen großen Höhenflug hinter sich, wenn wir uns das über Jahre anschauen, weil es eine Russland-Aktie ist und das ist eher ein Makel gewesen. Ja? Staatlich kontrolliert nahezu, der Kreml ist der größte Anteilseigner. Nur damit, mit dieser Ausgangssituation, sitze ich natürlich mit dem Kreml irgendwo in einem Boot. Wer jetzt sagt, ich glaube, die könnten mich in einer Nacht- und Nebelaktion einfach enteignen, ich kann das nicht ausschließen, ich glaube es nicht. Wenn wir uns die letzten Schritte von Russland ansehen, dann spricht wenig dagegen, dass sie sich jetzt komplett wieder schließen.
Aber ich werde es nicht ausschließen. Es bleibt eine Risikoaktie. Aber klar ist auch, die Unternehmen wie Gazprom tragen ganz wesentlich mit ihrer Dividende zum russischen Staatshaushalt bei. Die werden also nicht dauerhaft A, daran interessiert sein, dass die Dividende niedrig bleibt. Sie werden B, diesen Konzern immer aus meiner Sicht mit genügend Kapital ausstatten, eine Insolvenz von einem staatlichen vom größten Erdgasanbieter der Welt, muss man ja auch mal sagen, ja, die sind profitabel, das ist kein Zombie-Unternehmen, die Verschuldung ist absolut überschaubar. Deswegen halte ich eine Insolvenz, selbst wenn wir über niedrigere Öl- und Gaspreise auf lange Sicht sprechen, für ausgeschlossen. Putin hat mal gesagt, zur Not machen wir das 10 Jahre. Das glaube ich nicht, dass es so weit kommen wird. Und das Dritte ist, es geht ja bei so einer spekulativen Investition ganz wesentlich auch darum, wie ist der potenzielle Ertrag. Und wenn die Dividende in den nächsten Jahren konstant bleiben sollte oder leicht sinkt, dann habe ich natürlich so schnell einen Return aus meinem Investment. Ja, im Prinzip brauche ich dann nach 5 oder 6 Jahren habe ich gar kein Risiko mehr, weil eben so viel Cash zurückgeflossen ist. Und Gazprom gehört halt alles selber. Das heißt also, sie haben dieses riesige Pipeline-Netz, sie haben die Abnahmeverträge. Ja, sie haben die USA, die nicht so ganz happy sind mit den russischen Gaslieferungen. Aber die Vorstellung, das, worüber wir noch vor wenigen Monaten gesprochen haben, dass also die Amerikaner ihr Flüssiggas auf Tanker verfrachten und dann einmal um die Welt bringen, die ist zu diesen Preisen so abwegig, dass ich sage, es ist eben aus meiner Sicht eine Spekulation wert. Es bleibt aber eine Spekulation und ganz wichtig bei dieser Spekulation, es ist keine, bei der ich ein Timing habe. Gazprom, momentan bin ich mit meinem, dadurch, dass ich nachgekauft habe und mein erster Kauf, der war ja zu knapp über 4 Euro. Mein zweiter Kauf war deutlich darunter, also bin ich irgendwo in etwa auf dem Einstand. Es stört mich aber nicht, wenn Gazprom, und da sind wir abschließend beim Ölpreis, wenn Gazprom jetzt nochmal 30 oder 40% tiefer handelt. Es ist für mich eine Alles-oder-Nichts-Spekulation. Das heißt, ich denke auch über einen Verkauf von Anteilen überhaupt erst nach, wenn ich inklusive der Dividenden mal mindestens 100% habe und damit einen Teil des Einsatzes rausnehmen kann. Also soweit zu dem Ölpreis. Bitte passt auf, geht nicht davon aus, dass der Ölpreis jetzt steigen muss. Ich glaube, er wird mittelfristig steigen, weil mindestens 2 Parteien davon abhängig sind, dass der Ölpreis steigt. Ich glaube also, 15 und 10 Dollar sind möglich. Ich glaube aber, dass wir auf Sicht von Jahren uns auf einem höheren Niveau einpendeln werden, irgendwo zwischen 35 und 50 Dollar. Und für gute Ölunternehmen reicht das, um profitabel und dividendenfähig zu sein. Das war's für heute. Nochmal zur Erinnerung, wer live trading möchte, am Montag, 6. April, 9 Uhr bis 12 Uhr, der meldet sich gerne hier unter diesem Video dafür an. Also, macht's gut, wir sehen uns ja nochmal am Donnerstag. Liebe Grüße bis dahin, euer Lars.